Und damit willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ja, in der letzten Episode hat man das interessante Gespräch mit den beiden Herren und ich wollte eigentlich für die neue Episode gerade zum Schiff gehen und dann hat er mich kurz aufgehalten und dann meinte er, wir sollten doch mal auf dem Mond bei der Erde hingehen, da hätte es noch was, was wir selber entdecken sollen, wo wir dann mehr über die Artefakte herausfinden können. Und als zweite Vision soll man zur Loge zurückkehren und mal mit allen quatschen und denen mal berichten, was wir hier so erlebt haben und was die dazu sagen. Ich würde sagen, wir machen das mit dem Mond zuerst. Schauen wir wieder mal zurück zur Heimat. Irgendwie ist das schon eine geile Animation. Und schauen wir beim Mond vorbei. Tun wir mal das, was die ganzen Leute aus der Apollo-Mission so gemacht haben. Nur, dass wir ein bisschen moderner unterwegs sind. Sol-System Alpha Centauri. Sol. Kopfgeld. So. Neptun. Venus. Mars. Merkur. Hä? Erde. Da. Sternwerft, Luna. Und da Nova Galactic Forschungsstation. Begib dich zur Nova Galactic Forschungsstation. Hierhin. Bitte einmal landen. Schön, dass es jetzt mal direkt geht. Okay, verlassen. Können wir uns mal kurz unterhalten? Oh, der Junge macht mich aggressiv. Also, können wir nicht einmal eine Stunde rumfliegen, ohne dass du ständig katschen bist? Oh, Alter. Okay. Wir haben es geschafft. Endlich auf dem Mond. Okay, die Schwerkraft ist wie erwartet. Der Marker. Ich werde das da aktivieren. Na dann. Mal schauen, was wir hier so finden. Die Erde ist immer. Ah, das ist nicht die Erde. Oder doch? Nee. Könnte schon sein. Können wir da einfach in die Gebäude rein? Gibt es da was? Oh. Ja, damit. Da hat's Goodies. Ist hier keiner zu Hause? Lange sammelt das hier schon Mondstaub an. Ja. Vermutlich nicht so lang, so wie es aussieht. Das wäre wirklich richtig klasse. Nein! Na, bleib draußen. Ja, okay, hier sieht es jetzt nicht so sauber aus. Wieso lasst man das ganze Zeug hier zurück? NASA. Erstmal umsehen. Okay. Entsperren Meister, ey, ist ja klar. Credits. Ist das irgendwie der Stromreaktor hier? Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Bro, was ist denn? Die Reisen mit dir sind der Wahnsinn. Aber am tollsten ist es, wenn wir den nächsten Sprung planen. Ich fühle mich auf Planeten nie richtig wohl. Du? Es kommt auf den Planeten drauf an. Schön neutral formuliert.
Ich kapiere die Menschen nicht, die nie irgendwo hinfliegen. Die immer nur in ihrer Stadt bleiben und da einfach leben und sterben. Es gibt eine ganze Galaxie voller Wunder und unvorstellbarer Dinge. Wie kann man mit einem winzigen Teil davon zufrieden sein? Ja. Ja, stimmt schon, aber jeder sollte mindestens einmal raus aus dem Alltag. Verreisen, Leute kennenlernen. Einfach aus der Komfortzone raus, damit man kapiert, dass die Welten nicht nur aus Nicklichkeiten und Gezanke bestehen. Es gibt viel Hässliches im All, aber auch viel Grandioses. Der Weltraum, die große Leere, das ist mein Ding. Und viel quatschen. Ich will der Co sein, der da draußen etwas Tiefgründiges findet. Solomon hat uns hergeführt. Ich will etwas entdecken, das die Menschen bewegt, sie spüren lässt, was ich spüre, wenn ich in ein neues System springe. Die Ungewissheit. Ganz genau. Witzig, dass Jacob, Dad, den Familiennamen so ausnutzt, obwohl er null Abenteuergeist hat. Und ich versteh's auch. Es ist gefährlich da draußen. Aber genau darum geht es ja. Nachsehen, ob an den dunklen Flecken der Karte wirklich Drachen sind. Du bist die perfekte Begleitung. Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Ah, das ist unglaublich. Ah, gibst du da eine Ruhe? Es muss ein größeres Wort als Danke geben. Mehr als Dankbarkeit. Wie dieses Wort auch lautet, das empfinde ich für dich. Ich wäre tot, mausetot, wenn du nicht gewesen wärst. Ja. Und deinetwegen gibt es heute nur ein Begräbnis. Ich muss das fragen. Warum ich? Es war eine unmögliche Lage. Und wenn die Frage falsch ist, tut mir leid. Aber das raubt mir den Schlaf. Barrett ist schon viel länger in der Constellation. Er ist erfahrener, vermutlich auch klüger. Es wird schwer werden, weiterzuleben, wenn sein Leben einfach vorbei ist. Nach vorne schauen. Naja, komm. Für meine Tochter, ich bin dir unendlich dankbar. Wie geht es dir? Kommst du klar? Ja, aber lass doch uns einfach unseren Job machen. Ja. Ich wünschte, ich könnte das auch. Dieses Arschloch von Hunter muss dafür bezahlen. Ist mir scheißegal, ob er ein Sternenblut und unzerstörbar ist. Wir machen ihn fertig. Ja, was niemand das betrifft. Legt sich mit meiner Familie an. Das wird noch spannend. Ja, ich stehe ziemlich unter Strom. Aber kann man mir das verübeln? Du sollst nur wissen, dass ich für dich da bin. Wir stehen das nur durch, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen. Na, nochmal? Okay, es war aus. Für die nächsten 10 Minuten. Oh, da ist auch noch eine Tür. Okay. Trainieren hier. Oh, ja, das nehme ich mit. Hat ein bisschen Wert. Nö. Ansonsten, das hat noch ein bisschen Wert, das hat Wert. Das ist eigentlich alles historisch, was ich hier mitnehme. Nö. Gut, hier noch was. Ja, bestimmt nicht abgelaufen, das Zeugs hier drin. Okay, das WC. Hätten wir das auch gesehen? Heilgel. Mitnehmen.
Nehmen wir mit. Südele. Moment. Oh, muss da hin. Was haben wir hier? Forschung. Benutzen. Voltaire. Ich möchte das Forschungsteam daran erinnern, dass es sich bei Voltaire um einen streng geschützten Supercomputer handelt, der aktuell nur für Projekt Prisma zur Verfügung steht. Nicht für persönliche Projekte. Ist er dann jetzt heute veraltet? Oder? Naja, ist eigentlich egal. Es macht so Spaß, die Dezimalstellen von Pi zu berechnen, eine Bitverschlüsselung zu erzwingen oder Tischtennis mit perfekten Aerodynamik zu simulieren. Aber dafür ist später noch Zeit. Fürs Erste sollten wir uns alle darauf konzentrieren, die Frist einzuhalten. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden und Partnern an einer unglaublichen Raumfahrttechnologie. Bei einem solchen Projekt sollte es einem nicht langweilig werden. Start vom Projekt Prisma. Geh weg da. Es freut uns, den ersten Teststart vom Projekt Prisma für heute anzukündigen. Bitte erscheint alle im Raumanzug auf dem Dach um 9. Und bitte stellt eure Uhren alle auf Eastern Daylight Time ein. Unser Partner wird per Funk live zugeschaltet sein. Wir zeichnen dieses Ereignis auf, also benehmt euch entsprechend. Aha. Antriebssystem also. Okay. Wir sollen irgendwie noch oben aufs Dach. Geht's denn hier noch irgendwie rauf? Nee. Sind die von draußen nach oben? Vermut's mal. So. Ach, da oben. So hoch wollte ich gar nicht. Aufnahme abspielen. Okay. Hochfahren der Maschinen fast abgeschlossen. Gesamtzeit 5 Minuten 22 Sekunden. Alles nach Plan. Was ist mit den Helium-3-Ventilen, Nova? Die haben wir uns wegen angeblicher Lecks heute Morgen angesehen. Alles auf Grün. Irgendwelche Änderungen an Voltaires Berechnungssequenz? Keine Änderungen seit dem Hochladen der neuesten Zahlen. Sauberer Schuss von hier bis Jupiter. Eines Tages wird der Computer an Bord des Raumschiffs sein. Stell dir das vor. Ein Wunder der Wissenschaft nach dem anderen. Countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, empfangt ihr mich? Klar und deutlich, Nova. Anzeigen sehen gut aus. Das Schiff müsste jetzt um den Jupiter kreisen. Visuelle Bestätigung möglich in 32 Minuten. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie ist es so, die Gesetze der Physik zu brechen, Canaveral? Hier unten bei der NASA sind wir alle ziemlich begeistert. Begeistert genug, um mir zu sagen, wo ihr die Originaldaten habt? Gib dich zur NASA. Mit dem, was? Also jetzt auf der Erde zu den Ruinen oder was jetzt? Cape Canaveral? Okay, ja, dann hätten wir das. Aber irgendwas muss mit dem Antriebssystem wohl passiert sein. Weil wir sind jetzt nicht so super fancy unterwegs. Ach so, oh, außer es ist der Graph-Antrieb, der hier erforscht worden ist. Das könnte natürlich sein. Okay, NASA. Das ist effektiv auf der... Ja, effektiv auf der Erde, ne? NASA-Startrampe. Nein, nicht im Ernst. Wie geil. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das aussieht. Und... Cool irgendwie, dass ich gar nicht in mein Schiff reingehen brauche. So, aber davon muss ich leider ein Foto machen. Kann man das irgendwie heller machen? Helligkeit. Naja. Wirklich hell ist es jetzt nicht. So, machen wir mal ein Foto.
Besuchen wir mal die Startrampe der NASA. Ich hab die irgendwie anders in Erinnerung. Wahnsinn. Die NASA. Wow. Ich würde sehr gerne in das Schiff da reingehen. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Was ist? Es muss doch einen Aufzug zu den Highlights geben. Mann, oh Mann, bitte sag mir, dass er noch funktioniert. Wir haben ein Booster Pack. Okay. Also, Strom scheint sie noch irgendwie zu haben. Schiff hat Geschichte. Das spürt man. Eigentlich wäre es witzig, wenn SpaceX da noch irgendwie... Ja, das wird noch spannend mit dem Aufzug. Also, wenn SpaceX da noch irgendwie dran stehen würde. Okay, da ging es mal rüber. Warum ist das Ding nicht gestartet? Und nächste Frage ist, wie kommen wir nach oben? So. Oder man hätte auch da die Treppe nutzen können. Auch eine Option. Also sehr aufpassen, könnte sein, dass... Hier Goodies sind. Nee, das ist einbricht. Okay. Nenn mich verrückt, aber ein bisschen Kälte ist schön. Na, haben wir hier noch Goodies? Nee, aber hier hinten. Warte mal, vielleicht geht's da eh durch. Oh, Goodies, Dicky Dietrich. Geil. Und wo den brauche ich. Du hin, Baby? Und warum bist du nicht angekommen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Sprudelwasser. Nee. Okay. Amerika! Aufzug? Kein Aufzug. Stimmt, wir könnten eigentlich mal die Taschenlampe hier anmachen. Okay, wir brauchen diese Kraft. Zieh dich mal um. So, Alter, aus dem Weg. Moment, das ist der Aufzug? Achso, als Knopf. Energie erforderlich. Ja, ach so. Vielleicht irgendwo hier. Komm, Station, nehmen wir mit. Ich nehme dir mal mit. Für den Fall, dass wir die später brauchen. Ansonsten wird's vertickt. Ist das eine schlaue Idee mit dem Lift zu fahren, der seit keine Ahnung wie vielen Jahren hier schon steht? Bestimmt. Na? Ja, na klar. Nach der Sequenz. Moin. Vorflugcheck. Nicht vergessen, keine landwirtschaftlichen Produkte. Und erst noch zum Duty Free. Na, was haben wir hier? Okay, Startmaßnahmen. Bitte daran denken, die letzte Prüfung der Vitalwerte und der Anzeige ist von größter Wichtigkeit.
Zugegeben, es ist inzwischen sicherer und wir befördern mehr Personen als früher, doch das Leben dieser Menschen liegt nach wie vor in unseren Händen. Gerüchten zufolge soll der nächste Start abgebrochen werden. Sorgen wir dafür, dass es ein Gerücht bleibt. Geht immer vom Ernstfall aus. Durch eure Personalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer. Und wir sind auf jedes bisschen angewiesen. Zur Station lockt mich hier Fehler, Archive beschädigt, System mit Einstellung läuft, Archiv teilweise hergestellt. Probe vom Mars. Dr. Judith Tatienne. Die Lieferung vom Mars ist beunruhigend. Ich hatte Gesteinsproben oder vielleicht versteinerte Mikroben erwartet. Stattdessen kommt Dr. Viktor Eiser mit zwei Leuten vom Militär. Alles, was sie mitbrachten, ist unter Verschluss. Was will ein theoretischer Physiker mit einer Probe vom Mars? Und was hat's mit der Probe auf? Haben Sie vielleicht ein Artefakt gefunden? Stationslogbuch. Dr. Judith Tatienne. Ich habe versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die zwei Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. Zwei Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie. Wir haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Okay. Stationslogbuch, Dr. Judith Tatienne. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Viktor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das Periodensystem hat sich damit erledigt. Okay. Existiert das Labor noch? Können wir da reingehen? Ist das Labor? Nee. Und wenn es mal hier gewesen ist, dann ist es jetzt nicht mehr da. Souvenirs. Die ich nicht mitnehmen kann. Na komm, mitnehmen. Holy shit. Moment, sind wir nach unten gefahren? Sind wir jetzt im NASA-Museum? Das ist cool. Mann, ich könnte Stunden hier verbringen. Ist ja geil. NASA-Museum. Ja, ich glaube, wir sind irgendwie nach unten gefahren, glaube ich. Geil. Aktivieren. Das F1-Triebwerk wurde auch für die Apollo-Mondmission entwickelt. Ah, okay. Und dann kriegt man hier ein bisschen Feedback noch zu dem Ganzen. Ist ja cool. Oh, ich kann aber nicht reingehen. Der Lander. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so noch haben. Ach, der Rover. Kann man den mitnehmen? Eine Spritze damit machen? Sehr, sehr cool. Ach, shit, ja, ich bin ja zu schwer. Nee. Sollte ich mal demnächst mal auf die Station gehen? Beziehungsweise kann ich vielleicht irgendwas da lassen. Inventar. Neue Items. Masse. Weißt du was? Ablegen. Was nehme ich denn noch weg? Heilgel, Kühlmittel.
So, jetzt bin ich genau auf 145. So, dann kann ich wieder ganz normal rumgehen. Irgendwie Stationsmodul. So, ausgerechnet hier rein. Persönliche Aufnahme. Ich verstehe einfach nicht, woher diese Berechnungen kommen. Stimmt was mit den Zahlen nicht? Ist doch alles recht simpel. Das war nicht meine Frage. Wir schaffen es noch nicht mal, eine Materialprobe von dem Objekt zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen. Ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen. Und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte Serviette gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Viktor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir alles. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Da hat jemand von außen geholfen. Ich finde es irgendwie gar nicht geil, dass es hier die ganze Zeit so rumkracht. Das ist Geschichte. Hier haben sie es ausgetüftelt. Auf der Arbeit hier basieren die besiedelten Systeme. Es geht sogar auf. Das ist wertlos. Wow, hätte die Tür gar nicht aufmachen müssen. Bleib ich schon wieder hängen. Aber am letzten Kampf war wieder so blöd. Was auch immer das hier ist. Schade, das mit dem Einsturz. Aber zumindest war das Museum intakt. Ach, das meinst du mit Einsturz? Ich probier's mal hier oben. Und so wie das hier aussieht, ist es eh ein Wunder, dass noch so viel da ist. Ja, natürlich Energie erforderlich. War's das? Was war's? Moment mal. Ich hasse dieses Geräusch. Bitte sagt mir nicht, dass hier irgendwelche Viecher sind. Yay, wieder was zum Aufmachen. Und der bringt mir schon mal nichts. Probier's mal. Shit, das war schon mal falsch. Also wenn wir jetzt nur zwei machen. Nee, das bringt... wobei. Nee, geht auch mit dem nicht. Rückgängig. Das kann mit dem gar nicht funktionieren.
Was? Nur einer? Ach. Wisst was, was soll es? Ja, ja. Das ist doof. Notenergiezelle. Ich merke mir mal, dass sie da liegt. Ich habe noch welche mitgenommen. Ja gut. Dann kann ich hier wieder eine mitnehmen. Dort, geh auf. Oh, da oben war doch eine Kiste. Komm ich denn... Wie komme ich denn da hin? Oder wird das echt später irgendwie was? Da hat's auch Sachen. Kein Dicke Dietrich mehr. Ah, ja. Ich werde einfach bestraft. Hey! Du kannst auch übertreiben mit der Sammelwut, okay? Was hast du denn? Na, da geht's nirgendwo hin. Ah. Moment, muss ich... Moment, Geschütz. Wow. Warum sind hier Geschütze? Oh, und ein Roboter. Warum? Warum habe ich keine Granaten? Was soll das jetzt? Splittergranate. Granate. Splittergranate. Ich muss dich leider fertig machen. Alter, da ist Level 36. Roboter? Okay. Okay, das nehmen wir mal mit. Oh, witzig, das ist Vaskos Ur-Ur-Opa. Hey, Kumpel. Ja, der uns leider nicht freundlich gesinnt ist. Und da ist der Nächste. Nicht mit leer kommen. Warum wollt ihr das hier verteidigen? Wenn davon aus, da hinten geht's weiter. Von da irgendwie rein? Nö. Ah doch. Ja, alles verschlossen. Und ich bin ja so super gut. Den Schlösser knacken. Sonst keine Goodies. So, da hinten war ja auch noch das Geschütz hier. Ah, da geht's noch rein. Ja, komm. Ich mach schon eine Pause. Wozu? Geh nach oben. Warum soll ich... Ach so, deswegen.
das mit der Ausdauer ist halt natürlich echt meh. Ach komm, ich leg die Sachen weg. Sonst wird es hier kein Spaß. Oh, ein bisschen für die Rucksäcke. Ja, okay. Wenn wir hier mal ablegen, ablegen, ablegen. So. Da, Rucksäcke. Na, oh, ist offen. Guten Tag. Nix von Wert. Und Digi-Dietrich. Ach, das war mal so ein Aufzug, der von da oben nach da unten gefahren ist. Mit Explosivteilen drauf. Weit genug, um gemeine Gegner zu platzieren. Jetzt haben wir da diese Explosivsachen. Kein gutes Omen. Oh. So, Sicherheitsmaßnahmen von den Betrieben sind alle außer zu überprüfen, selbst die von Generälen, mir egal, indem sie sich aufregen, der Befehl kommt direkt von oben. Telefone und sonstige Aufnahmen werden jetzt in Schritten gesagt. Alle schriftlichen Zeugnisse wie nur Display und dergleichen sind vor Betreten des Labors zu prüfen. Alles, was vertrauliche Informationen hält, ist zu konfiszieren. Zugangsdaten. Projektlogbuch Dr. Viktor Eiser. Wir haben den Prototypen eingeschaltet. Das Gravitationsfeld um ihn herum hat wie vermutet begonnen, Falten zu werfen. An Dutzenden von Objekten im Labor war eine komplette Umkehr der Gravitation zu beobachten. Ich setze ein Meeting mit dem Management an, um einen größeren Test vorzuschlagen. Der Prototyp beweist, dass wir das Original nicht mehr brauchen. Aber wir müssen im All weiterarbeiten. Irgendwo, wo es reichlich Helium-3 gibt. Mit einem zivilen Partner, der Zugang zu großen Produktionsanlagen und leistungsstarker Computerausrüstung hat. Gravitationsfalten erzeugen, die die ferne Seite des Sonnensystems näher an uns heranziehen? Das wird alles möglich sein. Okay. Ja, das klingt nach dem Grafantrieb. Projektlogbuch. Dr. Judith Tatien. Ich habe heute den Test des Grafantriebs vom Mond aus beobachtet. Ja. Wir konnten zum ersten Mal direkt mit dem Team von Nova Galactic sprechen. So viel war bisher geheim. Aber jetzt will jeder so viel Publicity, wie er nur kriegen kann. Die Leute träumen schon von Hunderten von Antrieben und von Expeditionen nach Alpha Centauri und darüber hinaus. Es ist alles so überwältigend und beunruhigend. Es könnte Jahre dauern, Jahrzehnte, bis wir wissen, welche Nebenwirkungen ein Grafantrieb hat. Aber das will im Moment niemand hören. Wie eine Handvoll Pioniere, die Richtung Westen eilen und keine Ahnung haben, dass in den Bergen Grizzlies leben. Das ist natürlich berechtigt bezüglich den Nebenwirkungen, wenn es welche hat. Aber vermutlich hat es auch welche. Okay, funktioniert das? Okay. Geht ins Gleiche rein. Da geht's noch tiefer runter und da fehlt der Knochen. Oh, oh! Was die hier wohl gelagert haben. Wir nähern uns den guten Sachen. Alter. Wollte noch gar nicht hin. Aber interessant, dass wir da auf einmal die Schwerkraft haben. Ah, keine Schwerkraft mehr haben. Oder war das wegen dem Test? Oh, ist er das? Warum macht das hier so komische Geräusche? Oh, ein Artefakt.
Also hat der Graf-Antrieb irgendwas mit Artefakten zu tun. Die haben da irgendwie... die Kraft von dem genutzt. Das Geräusch ist super unangenehm. Komm mal da rein. Autsch. Oh, gut ist. Ja. Oh ja. Gut ist. Rote Tür. Rote Tür heißt nicht hindurchgehen. Okay. Ach nö. Macht es Sinn? Na toll. Ach Mann. Und ich kann nicht mehr rückgängig machen. Ja. Okay. Ich bin einfach Mod für unendlich Digi-Dietriche. Mein Talent hier. Okay. Ihr braucht einen anderen Weg. Oh, runter hier. Wie kommen wir nur genau eine Stufe nach unten? Ah, hier. Ja, Tür verriegelt. Ist sehr geil. Gehen wir halt noch eins runter. Oh. Oh, NASA Wartungsschlüssel. Ist schön unterwegs zu sein. In der Luft. Ja, ja. Wollte mit dir eigentlich gar nicht quatschen. Ich will die Credits haben. Jetzt da rein. Oh ja. Moment, das ist doch jetzt doch der Platz, wo wir gerade vorher gewesen sind. Oh, jetzt weiter nach oben. Lol, wir hätten auch einfach so reingehen können. Okay. Das ist der nächste Tod. So, da, Antriebsprototyp. Wieder beim Betreten des Prototyps Vorsicht walten lassen. Lose Objekte sind zu fixieren. Wissenschaftler müssen ihre Taschen leeren sowie Schmuck und Uhren etc. ablegen. Achtung, der Kern enthält eine unzusätzliche Probe. Sämtliche Daten unterliegen strikter Geheimhaltung. Alle Forschungsmaterialien sind mit größter Vorsicht zu behandeln und dürfen dieses Labor nicht verlassen. Okay, da gibt es wieder ein paar Logs zum Anhören. Als wir an den Graf-Antrieb-Projekten gearbeitet hatten, war ich nie in euren Laboren. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Inzwischen schießen wir nur noch Wettersatelliten hoch. Naja, ist ein ganz akzeptabler Ruhestand. Und jetzt das Demeter-Projekt. Wir sollen mithelfen, Scanner zu bauen, die diese neuen meteorologischen Muster besser überwachen. Wir vermuten, dass die Pole sich auf natürlichem Wege verlagern, was zu Gravitationsschwankungen führt, die unsere alten Modelle überfordern. Warum müssen die Scan-Toleranzen so gering sein? Was versucht ihr zu finden? Ich will einfach sicher gehen. Wir machen sowieso kaum mehr was. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Also suchen wir uns eine Herausforderung, bevor man uns in die Geschichtsbücher verbannt. Also wird's dann irgendwann langweilig. Okay. Ach du Shit. Ich glaube, das tue ich nicht vorlesen. Da dürft ihr gerne anhalten, kurz.
Beziehungsweise des Erdkerns, alles klar. Ich weiß, was ich sehe, Viktor. Die Daten der Satelliten sind eindeutig und es sind Graf-Antriebe. Die ganzen Sprünge vom Mond. Wenn das so weitergeht, wird die Atmosphäre der Erde bald ins All sickern. Kann man die Antriebe reparieren? Ich arbeite an ein paar Ansätzen, die das Problem diskret lösen müssten. Getarnt als Notfallupdate für die Treibstoffpumpen. Wir reden hier vom Ende der Erde und du versuchst diskret vorzugehen? Judith, die Leute dürfen das Vertrauen in den Graf-Antrieb nicht verlieren. Das ist vielleicht unsere einzige Option. Für was? Schlägst du ernsthaft vor, die Erde aufzugeben? Uns bleiben weniger als 50 Jahre. Ein Wimpernschlag für einen Planeten, aber mehr als genug für einen Exodus. Und was sagen wir den Leuten? Dass es höhere Gewalt ist. Aber die Wissenschaft hat eine Lösung gefunden. Es ist Zeit, dass die Menschheit zu den Sternen fliegt. Du wusstest es, oder? Du hast mich angelogen. Ich... Von Anfang an. Ich habe mein Leben dieser Entdeckung gewidmet, Viktor. Und du wusstest, dass wir unseren Planeten töten. Ich habe die Zukunft gesehen, du nicht. Da draußen warten unendliche Versprechungen. Es hätte einen Meteoriteneinschlag geben können. Eine Seuche. Einen Weltkrieg. Andere Galaxien zu kolonisieren, sichert die Zukunft der Menschheit für alle Zeiten. Und kostet uns unsere Heimat. Hört auf, alle beide. Es zählt nur eines. Genügend Schiffe zu bauen, um alle vom Planeten zu bringen. Wir müssen sofort anfangen. Ich setze eine Erklärung auf. Wir müssen die internationale Gemeinschaft ansprechen. Es tut mir leid, Judith. Es gibt in diesem Universum keinen Planeten, der weit genug von dir entfernt ist, Viktor. Wenn das vorbei ist, reden wir nie wieder miteinander. Ja, krass. Also mit dem Graf-Antrieb haben sie da quasi die Erde ruiniert. Aber haben sie das dann effektiv mit dem Graf-Antrieb hinkriegt, dass das nicht mit anderen Planeten hinkriegt? Oder zerstört man da immer jedes Mal was, wenn man dann springt? Mein Name ist Dr. Viktor Eiser. Und wenn Sie das hören, dann kennen Sie die Wahrheit vermutlich schon. Als junger Mann war ich Leiter eines Teams, das eine merkwürdige Gravitationsanomalie vom Mars bergen sollte. Aber was damals wirklich passiert ist, habe ich nur einer anderen Person erzählt. Nicht einmal sie hat mir anfangs geglaubt, aber warum sollte ich noch lügen? Ich hoffe also, Sie akzeptieren dieses Geständnis, wer Sie auch sind. Durch die Anomalie habe ich 12 Tage verloren. Bin mir selbst begegnet. Er hat mir alles erzählt, was seitdem wahr geworden ist. Die Graf-Antrieb-Gleichungen, die Tests auf dem Mond, dass die Erdatmosphäre wegen unserer Arbeit ins All sickert. Aber er erzählte mir auch von einer Stadt, die auf einem Planeten im Orbit eines fernen Sterns erblüht. Menschliche Kultur, Kunst, Musik, menschliches Leben im gesamten All. Welchen Preis wäre ich bereit, für diese Zukunft zu bezahlen? Vielleicht glauben Sie mir nicht. Vielleicht hatte Judith recht und ich bin nur ein Feigling, der seine Fehler rechtfertigen will. Aber alle haben den wahren Ursprung des Graf-Antriebs vergessen. Dieses Artefakt vom Mars. Ich hoffe, Sie nutzen es besser als ich. Ja, krass, sehr krass. Aber dann trotzdem die Erde zu opfern. Puh. Aber es war, ja, also mir war irgendwie von Anfang an klar, dass die Menschen natürlich für den Scheiß verantwortlich sind. Sind es eigentlich für fast alle Katastrophen? Oh je. Na gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sind an der Zeit. Wir machen in der nächsten Episode weiter. Dann werden wir uns mal das de facto rausziehen und dann gehen wir mal so runter zur Loge und werden vermutlich ein ganz tolles Gespräch haben. Also, bis dahin, gute Reise.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.